Hallo und willkommen zurück bei Minecraft Live in the Woods Let's Play Together mit der Tipa. Grüß euch. Und mir, dem Anduin. Grüß euch. Ja, wir sind hier im Gartencenter der Tipra. Bella Flora. Tipras Bella Flora. Ach, da kann ich auch. Okay, Schleichwirbung. Ist okay. Da kann man Dreck verstauen, da bei der Tipra ist super. Schmeißen wir gleich mal rein. Okay. Ja. Ja, mit deinem Dreck. Weg ist er, der Dreck. Mhm, schön. Fischentaste. Ja, da ist dann fertige Komposterde, ein Fach für Kompost mache ich noch. Ja, du schaust, gell? No, bin hin und weg. Hin und weg. So, dann gehen wir wieder. Ja, geh wieder, bevor du meinen Rest dann mit Dreck anstopfst. Hast du was gegen den Dreck? So, dann schauen wir mal, ob wir einen Esstisch zusammenbringen. Und zwar habe ich da jetzt kurz in der Aufnahmepause nachgeschaut. Es gibt da so Tische von Bibliokraft. Und der Mod. Mal durchschauen, ob wir sonst noch wo Tische. Ah, da gibt es auch einen Tisch. Hm. Da war ein Katzentisch. Okay. So. Jede Menge Tische. Noch ein paar. Ich hoffe mal, die lassen sie aneinander rein und machen dann eine komplette. Ah, Blödsinn, ich brauche mehr. Gott, ist das voll. So. Schaut nichts nach Tisch aus. Ich hätte dann noch welche gefunden von Dekokraft. Aber da weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie man es baut. Da muss ich dann mal außerhalb der Aufnahmesession. Mal schauen, ob man zu Dekokraft irgendwo was findet, zur Rezeptübersicht. Ja, das zeigt es da auch nicht an im Game. Kompost, wo tue ich denn meinen Kompost, meinen frischen hin? Das ist da, glaube ich, als Dekokraft, genau. Die würden ja da gut ausschauen, diese Teile da. Ah, hier. Da gibt es sogar Liegestühle. Echt? Ja. Cool. Dekokraft hat wirklich einiges drin. Ja. Gut, bleiben wir mal bei denen, die wir kennen. Jetzt schauen wir mal, ob wir mit denen was anfangen können. Jetzt finde ich es nicht mehr. Ne? Dann. Gott, wo bin ich jetzt? Oh, ist das so, so. Da. Stellen wir sie da mal auf einen drauf. Schauen wir. Okay, zwei volle Blöcke oben, die Halbblöcke. Na, das bringen wir gerade noch zusammen. Zack, rein da. So. Gut. Was ist, wenn ich das da auch wegnehme? Achso, ich brauche ein bisschen mehrere. Mhm. Bauen wir mal 5 Stück. So. Licht, 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 es wäre Licht. So, dann haben wir da 5 Stück. Ich brauche Stufen. Mal. Oi. Hm? Okay. Ups. Ja. Hast du was gebaut? Ja. Was hast du denn gebaut? Einen Tisch. Oh, und schon hingestellt? Ja, noch schaut es eigentlich komisch aus. Okay, ich kann ja Deckchen drauflegen. Nein, es ist noch nicht fertig. So, da brauchen wir einiges mehr. So, aber. So. Hat da jetzt endlos Tische verbaut. 3, da lassen wir 1, 2, 3 frei. 1, 2, 3, 4. Das wird schön. 12, 13 Tische brauchen wir noch. Na, bin ich gespannt. Wo stehen die? Im Speisesaal? Mhm. Okay. Im Speisesaal ist gut. Im Speisesaal des ländlichen Bauernhofes. Na?
jede Menge. Ja, für die ganzen Angestellten, ne? Jo. Mhm. Genau. Jo. Was? Ich glaube, ich muss das irgendwie anders machen. Was musst du anders machen? Ja, es ist ein großer Tisch geworden. Okay, ich schau gleich. Hoppla. Ich glaube, in so einem Bahnhof müssen wir so das irgendwie... Nicht. Aber es ist ja die Küche so etwas sehr Was? Riesig geworden. Ja, dann mach sie kleiner. Mach sie kleiner. Ich bin für jede Hilfe in der Küche dankbar. Schon hat man die Arbeit. Hm? Nix. Ah, der Tisch steht. Na, das geht nicht. Außerdem, der schaut irgendwie so fein aus. Der passt mehr in Schloss Schönbrunn oder so, aber nicht in einem Bauernhof. Okay, na gut. So. Was? Was? Sind meine ganzen Fackeln? Hallo? Weiß ich nicht. Der Tisch hat meine ganzen Fackeln gefressen. Hallo? Nein! So. Was denn? Meine Axt liegt am Tisch. Ich muss mir das jetzt anschauen. Mein Schwert da. Wir kriegen das wieder. Ah, so. Okay. Ah, okay, da liegt die Items. Du kannst da richtige Items. Also du, praktisch, du kannst da jedes cool. Essen anscheinend drauflegen. Warte mal. Da. Hi. Baked Potato. Okay. Ich dachte, sag mal, hast du das aus verschiedenem Holz gemacht? Nein. Okay, weil das immer wieder so... Das hat, glaube ich, mit der Beleuchtung jetzt da. Alles klar. Ich dachte mir, wenn man reinkommt, dass man vielleicht auf der Seite so mit einer Sitzbank dann einen Tisch hat und mit Stühlen da in dem Eck. Mhm. Dann da zwischen die Fenster wie so ein Kamin her. Mhm. Und da dann vielleicht noch irgendeine Sitzecke oder so. Okay. Na, Bücherregal oder so. Hm? Ja, oder so irgendwas. Genau. Aber das ist auf alle Fälle zu groß da, der Tisch. Na, warte mal. Kann ich so nicht lassen. Ach, den kannst du. Dann mach er L. Nein, ich würde am ersten einmal nicht drei machen, sondern nur zwei stark. Okay, ja. Und würde eben da an die Wand der Sitzbank hin. Mhm. Dass da nicht so eine Riesenfläche am Tisch da herumsteht. Ja, cool. Schau mal, ich hätte einen lila-rosa Teppich. Mhm. Ja, ich weiß. Ist harmonisch toll zu dem Blau. Schlagt sie kaum. Ich weiß, du magst die Farbe nicht. Nein, besonders. Ich mag sie schon, aber. Also, wenn wir jetzt da zum Beispiel die aus Fensterdeckel da hätten, ne, ja. Dann ist sie okay, aber zu dem Blau, ja, so. Das ist heftig. So. Da gibt's eine Sitzbank. Licht, Licht, Licht. Es wäre Licht. Das ist ein K.
Akazienrücksitz. Zu welchem Vordersitz? Akazienrücksitz. Was ist das? Ich brauche noch ein... Na, die Wand mache ich voll. Die Wand mache ich voll. So. Ich habe da Sitze. Schauen wir mal, wie man die macht. Sticky, sticky. Was ist denn das da? So, also. Weiße Wolle kann man da nehmen, dann da die Stufe, da ist die Druckplatte und die zwei. Die würden ja ganz gut ausschauen. Ich habe gerade ein Kreuz gebastelt. Nein. Ja. Das tue ich weg. Gut. Sehr schön, sehr schön. Die Kirche Einzug in unserem Heim. Na, sicher nicht. Das Kreuz gleich wieder abbaut. So. Gut, und in der Mitte. So, sorry, dass bei mir gerade jetzt da sehr viel too many items seht, aber ja, bin da selbst und dann ziemlich am Suchen. Ich glaube, so die Bänke auf eins, die Ort, glaube ich, gibt es nicht. 1, 2, 3, 4, 5 frei. Ich könnte natürlich probieren, mehrere Sitze aneinander rein, ob das dann zu einer Bank wird. 1, 2. Okay, na, ich werde den mal hier herstellen. Ah, da ist auch ein Tisch. Holztisch von der Dekokraft. Okay, Holzstuhl. Blödsinn. Sehr niedrig, die passt sicher nicht zu einem Tisch. Okay, und hier habe ich wieder zwei frei. Ja, das reicht mir. Die andere Seite noch. Hier. Tontöpfe, wo ich was reinsetze, da brauche ich Ton, na, Lehm, keine Ahnung. Weißt du, wie ich das mache? Ich glaube, so wie ein Kübel, nur mit Ziegeln. Also da musst du dann ein Lehm in den Ofen geben, dann kriegst du Ziegeln raus. Und da, glaube ich, drei Ziegeln, so in einer V. Ich glaube, der Topf gewesen. Okay. So, Stickies. Wo sind meine Stickies? Oder habe ich keine mehr? Ich glaube, ich habe keine mehr dafür, weil am Bogen da drin. Den schleppt er wahrscheinlich schon zig Folgen mit mir herum und hab's nicht bemerkt. Druckplatte, na da. Wo sind denn meine Fackeln eigentlich hinkommen? Da. Da ist der Tisch. Magst mal schauen, es ist bis auf die Töpfe und dass es nicht angefüllt ist, ist es fertig. Jo. Schauen wir sich an. Kommen da noch überall Töpfe hin und anfüllen muss ich noch. Ja, sehr schön. Wow. Cool, gell? Ja. So ein Wasser. Ja, kann ich Kessel da Kopf noch aufstellen, ja. Cool. Schön. Ah, da ist ein bisschen ein Ding, ne? Ja, dass man nicht gleich, wenn man bei der Tür reinkommt. Ja. Könntest aber das Pult da nur eins breit machen. Das ist praktisch wie so ein Verkaufsdeck gewesen. Nein. Da überhängend und da gerade. Auf der anderen Seite ist gerade. Nein, ich will ja
da meine Pflanztöpfe draufstellen. Ja schon, aber dann hast du nur eine Reihe, dann ist da nicht so schmal, dann macht das nichts. Ich denke, das macht nichts. Okay, super. Sehr schön. Und da ist schon der Violette. Ja. Also nichts mit Fraktionsfarben. Ich hab halt mal die violette Wolle. Ja. Jo, dann gehe ich aufs Feld, wenn es hell wird. Stühle zu bauen. Und brauchen wir mal Stickies. Stickies. Ist genug ausgeleuchtet schon, oder? Was denn? Der Raum. Ja. Auf das habe ich jetzt nicht gekocht. So. Ja. Ah, da ist der Ort, verstehe. Die Fackeln sind ja teilweise auch Provisorium, weil du kannst zum Beispiel da in diese Ecke hin, da hinten zum Beispiel irgendwann einmal ein Kloster oder so schmeißen. Ja, noch haben wir das aber nicht. Gut. Sitz vielleicht in dieses Eck da rein. Okay. Ja. Mal vorläufig halt. Mhm. Du kannst aber auch, ich glaube, es gibt da die Carpenter-Stufe, die kann man, glaube ich, auch so hersetzen. Dann kannst du das mit dem Holz verkleiden und bei der Carpenter-Stufe kannst du nämlich ein Kloster dann einbauen und dann ist das wie so eine indirekte Beleuchtung im Block drinnen. Okay. Das kannst du dann später mal machen, wenn wir Kloster haben. Und dann ersparst du die vielen Fackeln. Dann gehe ich es an, diese Kästchen zu füllen. Also ich muss jetzt nur mal schauen mit der Hocker. Das habe ich wieder vergessen. Wie war der nochmal? Das ist der Tisch. Wo sind jetzt die Hocker? Also das ist der Stuhl. Wo ist jetzt der Stuhl? Da ist er. So. Achso, Wolle brauche ich da, ja. Grünzeug. Genau, Wolle. Kann man. Okay. Hast du dort zufällig nur irgendwo blaue Wolle? Nein, ich müsste das Schaf scheren gehen. Ah ja, einen Block habe ich. Ja, bitte. Lege ich hier rein. In die Kiste, oder? In die einfache. In die einfache, okay. Danke. Bitte. So, dann machen wir mal. So. Dann kann ich eigentlich am Feld draußen die Kiste abbauen, oder? Was für Kiste? Da beim Komposthaufen steht eine Kiste. Jo. Ja, aber da hast du die Samen drin und die bringst du eigentlich schon. Achso, das geht nur mit weißer Wolle, oder wie? Ich hab grad die super Idee gehabt. Aber wo weiße Wolle auch? Nein, die muss ich erst scheren. Ich glaube drüben haben wir weiße Wolle. Bin mir nicht sicher, ob ich die nicht mitgenommen habe. Hier. Oh, ich muss essen. So. Und die Bank mache ich jetzt dann nach dem bewährten Prinzip, so wie ich es immer gemacht habe. Das ist für Samen. Grünzeug kommt darüber. Sehr fein. Vielleicht sollte ich das in der Mitte für Samen nehmen. Hoppala. Ha, da bist du hingekommen, du Gurke. Und Grünzeug, eigentlich gehören die Setzlinge hier drüben hin zum Grünzeug. Drüben die Blümchen, in der Mitte die Samen. Du, ich glaube, ich habe zu wenig Platz in der Gärtnerei. Das ist aber jetzt der Scherz, oder? Dass ich alles unterbringe. Na geh. Ehrlich?
Ja, ich bin am Überlegen. So heftig. Gut, wie schaut's aus? Tag. Oh, es wird Tag und die Folge ist um. Ja, wenn es gefallen hat, dann dreht es wieder auf bei Minecraft Live in the Woods Let's Play Together mit der Tipa und dem anderen, falls es meine Ansage war. Und bis dahin, Happy Gaming. Ciao. Tschüss.